Ja, Ladies und Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Valhalla. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Sühnen, leite mich. Wir sollen die Leute vom Sommer her suchen. Die irgendwo wahrscheinlich da oben sind. Das heißt, wir müssen hier irgendwo an Land. Erzähl nach. Warum? Will da lang. Danke. Kann ja nicht so schwer sein. Muss natürlich gucken, wo es hier hochgeht. Obwohl, wir können ja klettern. Randvi erzählte von diesem Ort. Dort wurde das Sommerheer zuletzt gesehen. Wir müssen erstmal kurz den. Nee, Moment, das ist ja da. Hä? Wo soll denn der. Ist der über uns? Ja, doch, ist doch über uns. Ich bin manchmal so verwirrt, Leute. Hier oben alles so rumliegt. Proviant ist voll. Todessprung kriegen können wir ja noch nicht, gell? Den lernen wir ja noch, glaube. Ah! Okay, das war noch kein richtiger Todessprung. Breite deine Flügel aus. Also, da ist jemand. Oh, es sind auf einmal ganz viele. Hi, Jungs. Sachsen, Dutzende. Ich weiß nicht, woher sie kamen, aber wie sie unser Umverbreiter haben. Aber sie haben es. Sie haben. Waren gut. Okay. Wer bist du denn? Ach, stimmt, die sind ja aus dem. Sei gegrüßt. Was ist hier passiert? Wer will das wissen? Guck mich an, wenn ich mit dir spreche. Eivor, vom Rabenclan. Haben du und deine Männer das Dorf nicht einnehmen können? Doch, doch. Wir hatten es eine Zeit lang. Es war nur ein Haufen Flechtwerkhütten, als wir kamen. Wir ließen es aufblühen. Und Tasoma wurde Grantabrück zu einem Ort des Handels und der Lebenslust. Doch die Sachsen eroberten es zurück. Sie tauchten mitten in der Stadt auf, als wären sie den Schatten entstiegen und jagten uns fort. Klingt furchtbar. Wie wurdet ihr überfallen? Es war, als wären sie einfach mitten in der Stadt aufgetaucht. Sie brannten alles in ihrem Weg nieder und riefen irgendeinen Unsinn über einen uralten Kriegerorden. Als ich die Feuer sah, waren schon zu viele von uns tot oder gefangen. Unsere Jarlskona, Soma, befahl uns den Rückzug und wir fanden Unterschlupf in diesen Ruinen. Doch im Gemenge wurden wir getrennt. Sie und die meisten von uns sind nach Nordosten geflohen in den Sumpf. Wir würden ihr folgen, wenn wir könnten. Wir brauchen ihre eiserne Faust. Ich kann Soma finden. Halte dich bereit für unsere Rückkehr. Sie dürfte schon tief in den Nebeln der Fens sein. Suche ihr Langschiff, das wäre wohl am einfachsten. Okay. Das Lied von Soma. Saga Krantabuxgir. Gesundheit. Dum, 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 dum. Jungs, ich komme! Warte mal, mit H konnte ich doch. Nee, mit G. Ja. Raum benutzen, Fackel. Langschiff rufen. Na gut, dann laufe ich doch mal die 5 Meter dahin.
Mann, 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 Mann. Easy. Ich mag das Spiel. Also ich mag die neuen Assassin's Creed Origin Odyssey und das mag ich so sehr. Ich weiß, dass sich keiner diese Folgen anschauen wird. Das ist mir so scheißegal, aber ich will es einfach spielen. Ich will es einfach. Sieht aus, als wäre Ragnarök nach Grantabrück gekommen. Eine große Schlacht hat hier gewütet. Kurs halten. Sehen wir nach, was sich sonst im Nebel verbirgt. Kommt, meine Wölfe! Nein, warum? Ach, der hat immer so ein bisschen Probleme, da runter zu gehen. Alter, was geht denn hier ab? Au! Warte mal, ganz kurz. Was? Was ist denn die zweite Fähigkeit? Ja, da muss man erstmal kommen und euch wieder helfen, Jungs, ey. Oh, Mann, ey, Mann, 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 Mann. Ah, da muss erst wieder ich kommen. Alter, der Soma kann nicht weit sein. Ich sollte mich umsehen. Ist eure Jarskona in der Nähe? Nein. Soma wollte die Sachsen nach Osten locken, um sie auszulocken und den Nebel abzublocken. Was geht mit ihm da? Gute Beute! Verschwinden wir! Ist irgendwo im Sumpfgebiet von in Richtung Osten, okay. Warte mal. Wo ist denn ihr? Das ist ihr Boot. Dann ist in die Richtung. Liegen ganz schön viele Leichen rum, ey. Thor verleiht mir Kraft. Ich glaube eher, das war der Pilz, nicht Thor. Und ich glaube, die sind da drin. Geht hier ab. Hey, lass das sein! Lass du das sein? Ihr seid noch kampftauglich. Ich höre sie doch. Da ist sie. Bringt ihn rein ins Warme. Legt Moos auf die Wunde und verbindet sie. Au! Ekel. Au! Mich an. Erinnerst du dich an die Eva an unserem ersten Tag in Englerland? Festhalten. 9. Groß und fett. Genug für eine Woche. Ja. Ja? Ja, so macht man das. In einem Monat jagst du wieder. Du kommst wie eine Walküre aus dem Nebel. Aber du kriegst keine Toten. Du musst Soma sein. Reden wir woanders. Lassen wir sie ausruhen.
Ich mag sie. Wir haben euch böse erwischt. Wie viele sind verloren? Schön, dass du fragst, aber bei all dem Blut im Wasser und Tod in der Luft wüsste ich vorher gern deinen Namen und dein Begehr. Eivor vom Rabenclan. Ich bin deinetwegen hier. Ich suche nach Freunden und Verbündeten. Verstehe. Ich bin Soma, Jarlskonar von Grantabrück. Auch wenn ein Orden von Irren das anscheinend ändern möchte. Der Orden der Ältesten. Klingt richtig. Der Sachse Wigmund ist einer von ihnen. Er nahm mir meine Stadt und trieb uns in dieses Sumpfland. Ich konnte einige meiner Krieger sammeln, doch meine drei Ratgeber werden vermisst. Ich brauche sie, wenn ich Grantabrück zurückerobern will. Erzähl mir von ihnen. Sie sind meine Besten, mein engster Kreis. Birna, Galin und Leif. Wir sind gewissermaßen vom selben Blut. Wenn ich euch wieder vereine und wir die Stadt zurückerobern, wirst du meine Verbündete sein? Solltest du das vollbringen, werde ich alles für dich sein, was du willst. Gut zu wissen. Wer ist dieser Wigmund? Und was hat er vor? Er ist ein strauchelnder alter Mann des alten Königs. Ein verbitterter alter Mann, der sich Grantabrück einverleiben wollte, nur um zu zeigen, dass er es kann. Ja, anscheinend kann er es. Er hat versucht, vom Thron zu stoßen. Diesmal leider mit Erfolg. Was ist mit Grantabrück passiert? Der alte Mann Wigmund hat die Stadt erobert. Ich weiß nicht, wie er es schaffte, aber er behält sie nicht. Nicht lange jedenfalls. Er hat Unterstützer außerhalb der Stadt, doch sein Angriff schien von innerhalb der Mauern zu kommen. Aus dem Herzen von Grantabrück. Finden wir deine Leute. Finden wir deine Berater. Einverstanden. Wir werden die Flussufer nach ihren Langschiffen absuchen. Und wenn wir schnell sind, finden wir sie vielleicht, ehe die Wölfe es tun. Inzwischen ist der Nebel eher ein Hindernis als ein Deckmantel. Beleuchten wir den Heimweg. Okay. Also Punkten wird man hier auch zugeschmissen, ey. Zünde das Leuchtfeuer. Das sollte kein Problem sein. Feuer legen kann ich. So, dann... Hier bleibt nicht viel Zeit, höchstens ein paar Stunden. Dieser Ort ist so gut wie jeder andere. Schöner... Keine Leute, die Angst haben. Okay. Ach, verdammt. Und du? Brenne lang und leuchte weit, Feind des Waldes. Und führe Somas güldene Krieger heim. Oder soll weh tun? Aber nicht viel. Okay, dann holen wir uns mal ihre Vertrauten. Oder retten die mal. Was bist du denn? Ich weiß, was du gerade denkst. Ach, das ist sie. Was denke ich denn? Dass es töricht ist, die Fans nach so wenigen Leuten abzusuchen. Du sagtest, die Leute, die du suchst, wären deine Besten. Unverzichtbar für die Rückeroberung der Stadt. Findest du das töricht? Überhaupt nicht. Und wieso sollte ich? Du siehst aus wie jemand, der gut allein zurechtkommt. Wie eine einsame Wölfin. Vielleicht hältst du Soldaten für wenig mehr als nur Kriegsritter. Aber diese Krieger sind mehr als nur Schwert- und Schildträger. Sie sind meine Familie. Nicht weniger. Ich habe schon eine Stadt verloren. Ich will sie nicht auch noch verlieren. Kein Problem. Das verstehe ich. Wollen wir doch wieder. Und wenn deine Leute noch leben, finden wir sie.
Wir retten sie. Machen wir gerne. Dafür bin ich ja da. Ey, das sieht echt so gut aus. Ich will noch kurz noch den Schatz da holen. Sind sogar zwei. Ort entdeckt. Oh ne, hier kommen wir später nochmal hin. Hier kommen wir später in der Mission nochmal hin. Da wollen wir das jetzt nicht machen. Oh, danke für den Pfeil. Oh ne. Von Garlic. Pure Angst muss ihn hier geschlagen. Au! Bleib doch mal hier! Was hat er gesagt? Dieses Langschiff wurde eilig mit gelber Farbe getüncht. Warum sollte es eine andere Farbe haben als alle anderen? Das ist eine sehr gute Frage. Wo? Dieses Langschiff wurde eilig mit gelber Farbe getüncht. Warum sollte es eine andere Farbe haben als alle anderen? Diese Schnitzereien sind Verse über Galen. Was sollen wir jetzt hier machen? Ich glaube, da drüben geht's weiter, oder? Wölfe, sie haben jemanden eingekreist. Vorsicht ist geboten. Da lacht Loki hinter seinen Fängern, ihr dreckigen Aasfresser. Das habe ich nicht verdient. Haut ab, verschwindet. Ah, das ist so nervig, dass ich, wenn ich keine Stamina habe, nicht ausweichen kann. Aber schön zutreten. Böser Hund. Ganz böser Hund. Kommst du runter? Oder sollen wir raufkommen? Ja, komm, ich komme rauf. Moinsen. Garlin, du siehst furchtbar aus. Was ist geschehen? Die Sachsen haben mich in den Nebel gejagt. Geradewegs in ein Banditenlager. Doch Ray war auf meiner Seite und ich habe sie zuerst gesehen. Bist du der einzige Überlebende deiner Mannschaft? Ja. Und ich bin selbst kaum noch am Leben. Aber mit Odins und Freyas Segen sitzen sie jetzt schon beim Festmahl der Götter. Ich habe unweit von hier ein Lager aufgeschlagen unter einem Leuchtfeuer. Geh dorthin und ruh dich aus. Eivor und ich suchen die anderen. Ich gehe zum Lager. Und während ich mich erhole, werde ich wie Freya persönlich über die anderen wachen. Okay. Dann geht's da weiter. Garlin ist ein sehr ernsthafter Mensch. Ja, und gottesfürchtig. Er trägt die Götter in seinem Kopf mit sich herum, wie ein Baum seine Äste. Sieh für mich, Sühnen. Was ich sagen
sagen wollte, ja, und gottesfürchtig. Er trägt die Götter in seinem Kopf mit sich herum, wie ein Baum seine Äste trägt. Ich sollte keine Aufmerksamkeit, keine Gruppe Gefangener, denn... Ah, super. Ist doch egal, also lass. Meinst du? Glaube ich nicht. Achso, Entschuldigung. Aha, gewonnen. Wird dich am Baum auf dem Dorfplatz hängen lassen. Geht von oben. Ah, ich find's immer toll, wie sie immer so schön sterben. Lasst mich frei. Ich kann nichts ausrichten. Wenn du so nett wärst. Ich hatte nicht den besten Tag. Sieh durch den Nebel, Leaf. Folge dem Leuchtfeuer. Dort findest du... Bleib bei mir, Eivor. Ich fahre fort. Sieh durch den Nebel, Leaf. Folge dem Leuchtfeuer. Dort findest du unser Lager. Wir kommen nach, wenn wir die anderen... Manchmal das Ausweichen ist. Wir gehen sofort dorthin. Ja, fisch. Alle werden bereit sein, wenn du kommst. Hoffe ich. Leaf und Galin vertrugen sich nicht immer. Doch seit der Eroberung von Granterbrück ist es besser. Gab es böses Blut? Sozusagen. Zeig mir, was vor uns liegt. Wo war ich? Sozusagen. Beide hielten sich für meine rechte Hand und hassten sich gegenseitig. Aber in meiner Familie gibt es keine Rangordnung, wie bei meinen Pferden. So. Ja, komm, ich schwimme rüber. Die Qualität kann die Geschwisterliebe auf ewig vergällen. Kleines Bad ist... richtig geschult, bringt es auch die besten Seiten zum Vorschein. Kleines Bad ist nie verkehrt. Sachsen, die eine alte Hütte umstellt haben. Womöglich sind Dänen darin gefangen. Ihr kriegt ja nicht mal eine verrammelte Tür auf. Du schmorst in der Hölle, wenn wir mit dir fertig sind. Du wirst mir die Füße küssen, wenn ich dir ins Gesicht trete. Das ist Birna. Glaube ich nicht. Bei allen Heiligen. Ich glaube eher, dass du tot bist. Irgendjemand schmeißt da was quer über die Map. Tschüss! Gehört dir? Schenke ich dir. Das war mein Bruder! Ja, und du folgst deinem Bruder jetzt. Entschuldigung. Das war jetzt noch nicht geplant. Eigentlich wollte ich ihm helfen, aber na gut. Hallo? Soma! Ich wusste, dass ich da draußen einen Besen gehört habe. Aber wir kamen schon zurecht. Ich hatte schon überlegt, eine neue Stadt zu gründen. Das wäre unser erstes Haus gewesen. Komm mit, Birna. Leaf und Galin sind schon im Lager, das wir aufgeschlagen haben. Eivor, triff uns dort, wenn du bereit bist. Okay. Danke, Soma. Und dir auch, Sonnenschein. Oh, die ist nett. Die ist aber nett. Aber trotzdem ist einer von den Verräter. Ah nee, das ist ja wieder das Ding dann. Kann ich per Schnellreise zurück ins Lager oder? Nee. Natürlich nicht. Daneben ist auch vorbei.
habe auch keine Boote irgendwo. Warte mal, mit was konnten wir uns das Pferd rufen? Mit X? Ja. Sollte doch so ein bisschen schneller gehen. Oh, warte mal. Ganz vergessen, dass wir uns mal ein bisschen auf Metall auch noch konzentrieren müssen. Noch mehr? Sieht nicht so aus. Das Leuchtfeuer hat auch den letzten meiner Soldaten hergeführt. Bis morgen sind wir wieder zu Kräften gekommen und können die Stadt zurückerobern. Ich habe noch nicht mit Leaf, Birna und Galin darüber gesprochen, was sie wohl von mir denken werden nach all meinen Fehltritten. Sie werden dankbar sein, dass du sie gerettet hast. Ich wäre dankbar. Wir haben sie gerettet. Bei Thors Hammer bin ich froh, dass wir zusammen sind, trotz aller Rückschläge. Galin, du siehst angeschlagen aus. Trauere nicht um die Gefallenen. Sie werden in Valhall Lobgesänge auf dich singen, während sie auf uns warten. Danke, Jarlskonar. Leaf, kein Sturm bringt dich aus der Fassung. Schön, wieder hier zu sein, Soma. Wieder vereint. Du weißt, dir würde ich in jeden Sturm folgen, wenn du nach mir rufst. Birna. Ich bin froh, dass du noch lebst. Küsst euch. Und ich bin froh, noch zu leben. Ich habe so viel verloren, aber ihr drei seid mir geblieben. Das macht mich zur glücklichsten Kriegerin in ganz Midgard. Und Eivor, du hast dich wahrhaftig bewährt. Hilf uns, die Stadt zurückzuerobern, und du hast eine treue Verbündete in mir. Meine Klinge gehört dir. Für Grantabrück. Heute Nacht ruhen wir. Kommen wieder zu Kräften. Und beim ersten Sonnenstrahl holen wir uns Grantabrück zurück. Verbringe die Nacht in unserem Lager. Nimm dir, was du brauchst. Sehr, sehr gerne. Aber ich glaube, wir müssen erstmal den Verräter suchen. Wenn ich mich richtig erinnere. Ausgeruht sieht anders aus. So. Anscheinend sind noch mehr von Sumas Soldaten dem Leuchtfeuer ins Lager gefolgt. Subi. Gut, meine Lieben, wir machen aber an der Stelle mal Feierabend. Wenn es euch gefallen hat, oh, wenn ich das jetzt Zorn der Druiden, 19. April, 1. Erweiterung. Der erste erkundest du die Düsterwelt, wenn du gegen die Druidischen. Also ich hoffe, dass wir bis dahin mit der Hauptstory durch sind. Wenn ich so alle 2-3 Tage immer so 3-4 Stunden spiele, müsste das eigentlich klappen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.